Heute beim elektrischen Reporter: Ferndesign, ein Stadtgarten und Datenarbeiter. Ich habe Sie erwartet. Outsourcing und Globalisierung ist im Internetzeitalter nicht nur etwas für Großkonzerne. Auch als Kleinunternehmer oder sogar als Privatperson kann man inzwischen Aufträge für kleines Geld aus der Ferne erledigen lassen. In unserem ersten Beitrag haben wir das für Sie einmal ausprobiert. Today, I'm your electrician reporter. In today's edition of our show, Globalization for Everybody. Einen neuen Fernsehmoderator bekommt man über das Internet schon für $5. So viel kostet es, dass FaceTap aus den USA einen beliebigen Text in ihre Kamera spricht. Für ein paar Dollar mehr darf man sich sogar aussuchen, was sie dafür anzieht. Plattformen wie Fiverr.com bieten kreative Dienstleistungen aus aller Welt zum Spottpreis an. War die Globalisierung bislang vor allem für Großkonzerne eine Möglichkeit, viel Geld zu sparen, kann jetzt über das Internet jedermann seinen persönlichen Designer aus Indonesien, Komponisten aus Indien oder Illustrator aus Bangladesch buchen. Aber es sind nicht nur Anbieter aus den Niedriglohngegenden der Welt, die bei Fiverr um Aufträge konkurrieren. Auch talentierte Menschen aus Deutschland bieten weltweit ihre Kreativität an. Zum Beispiel Fionn Evans aus Hamburg. Für $5 zeichnet die Grafikdesignerin ein Monster und hat schon über 300 Werke nach Kanada, China, Australien und Skandinavien verkauft, trotz strikter Regeln. Bei Fiverr ist es wirklich so, dass ich von vornherein auch sage, schickt mir eine klare Ansage, was ihr wollt, weil es gibt keine Korrekturen und es wird auch nicht drüber diskutiert dann. Also entweder es stimmt am Ende und die Person ist glücklich oder es stimmt halt nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, muss er nochmal bestellen oder woanders hingehen. Dass man von solchen Aufträgen in Europa nicht leben kann, stört Fionn Evans nicht. Sie möchte auf Fiverr vor allem ihre Skills als Illustratorin verbessern und damit sogar ein paar Euro verdienen. Ihre eigentliche Arbeit als Designerin bietet sie bei Fiverr aber nicht an. Und bei der Konkurrenzplattform 99 Designs schon gar nicht. Das ist zum Beispiel ein Dienst, den würde ich auf gar keinen Fall machen wollen, es sei denn, ich habe sehr viel Freizeit, weil das für mich wirklich so eigentlich ein Glücksspiel wirklich ist. Also die zahlen verhältnismäßig natürlich höhere Preise, aber wenn dann 150 Leute ein Logo einschicken und einer davon kriegt dann diese 400 Euro, also da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Der große Unterschied: Bei Fiverr fängt man mit der Arbeit an, nachdem man den Auftrag bekommen hat. Bei 99 Designs stellt man sich in einer globalen Ausschreibung mit Designern aus aller Welt und arbeitet im Voraus und erstmal umsonst an einem neuen Logo, einer Unternehmenshomepage oder einem kompletten Corporate Design. Der Gewinner der Ausschreibung bekommt dann das Preisgeld von meistens einigen 100 Euro, während der Rest leer ausgeht. Eva Missling ist die Europachefin von 99 Designs. Dass man als Designer hier nicht reich wird, ist ihr klar. Sie versteht die Plattform auch eher als eine Art Dating-Plattform für Designer. Typischerweise geht man ja auf 99 Designs, lernt einen Kunden kennen in einem Wettbewerb und wir haben ja auch die Möglichkeit, dass man bei uns Direktbeauftragung macht. Das heißt, viele Kunden beauftragen dann weiter über unsere Plattform den Designer, um gemeinsam weiterzuarbeiten. Und da sehen wir ja, wie viel Umsatz kommt da aus Deutschland und dass sich da auch ein Markt bildet. Also scheint es ja für alle Beteiligten zu funktionieren. Man arbeitet also erstmal ins Blaue, in der Hoffnung, dass die wirklich lukrativen Aufträge dann schon folgen werden. Aber gerade das Internet lehrt, nichts ist schwieriger, als einen Kunden zum Zahlen umzuerziehen, der es bislang gewohnt war, das Produkt kostenlos zu bekommen. Die zahlreichen gescheiterten Versuche der Zeitungsverlage, für ihre Texte im Netz Geld zu verlangen, sind dafür das beste Beispiel. Für Viktoria Ringleb von der Allianz Deutscher Designer hat das, was man bei 99 Designs und Fiverr bekommt, ohnehin nur wenig mit echtem Design zu tun. Denn dieses lebt von der direkten und intensiven Kommunikation. Designportale sind deshalb für sie nicht mehr als Trainingsplätze für Nachwuchsgestalter. Ich bin
einigermaßen davon überzeugt, dass es gut sein kann für Studenten, für Absolventen, für Einsteiger, um sich möglicherweise einen Namen zu machen, um auch Erfahrung ganz einfach zu sammeln und auch im Umgang mit Kunden. Dafür kann es gut sein, für den Portalbetreiber ist es bestimmt gut, da bin ich mir ganz sicher. Eine Userin wie Fionn Evans kann im internationalen Taschengeldwettbewerb also tatsächlich etwas für die Arbeitswelt lernen. Eine Welt, in der alle kreativen Arbeiten auf Plattformen wie Fiverr und 99designs entstehen, möchte man sich aber lieber gar nicht ausmalen. Mitten in den Städten findet man Obst nur an Verkaufsständen und in Supermärkten. Eigentlich um einen Obstgarten mitten in München. Darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Sandra Stern und ich engagiere mich für den Gemeinschaftsgarten Obpflanzt ist. Wir sind mitten in München am Leon-Roth-Platz und ich bin hier für die sozialen Netzwerke zuständig und ich engagiere mich auch für alles Künstlerische so im Garten. Ja, Obpflanzt ist ein Urban Gardening-Projekt. Wir engagieren uns für das Thema Nachhaltigkeit, für Artenvielfalt, für samenfeste Sorten, das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir haben auch ein Bienenprojekt, das vom WWF gefördert wird. Wir bieten Workshops an für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, damit man ihnen einfach das Leben mit der Natur wieder ein bisschen näher bringt und auch so ein bisschen gegen die Entfremdung von der Natur ankämpft und dass man ihnen ja das Thema wieder nahe bringt, dass das Produkt, das man auf dem Teller liegen hat, dass das eine Geschichte hat und dass das eben nicht im Supermarkt wächst. Bei dem Tweet Rettet das Fallobst geht es darum, dass man Obstbäume, die auf städtischem Gebiet stehen oder auch bei Privatleuten, die Obstbäume haben, die sie selber nicht mehr abernten können oder wollen, dass die registriert werden, zum Beispiel bei mundraub.org auf der Mundraub-Map. Und jeder, der dann Lust hat, das kostenlose Obst abzuernten, der kann dort gucken, wo es in seiner Nähe Obstbäume gibt und kann dann hinfahren und kann sich frei bedienen und kann das Obst retten und sich daran erfreuen. Ja, zuletzt hatten wir auf dem Parking Day eine Saftpresse stehen und da haben wir dann auch gespendetes Fallobst angeboten und haben dann den Passanten frisch gepressten Apfel- und Traubensaft spendiert. Wir sind so ein enger Kreis von ungefähr 30 aktiven Leuten, die hier tätig sind. Es gibt noch mehr Vereinsmitglieder und dann haben wir noch einige Leute, die immer mal wieder sporadisch vorbeikommen und bei uns mitmachen. Also da wir bei Obpflanzt ist sehr bunt aufgestellt sind, verfügt natürlich nicht jeder über einen Twitter-Account. Wir vernetzen uns intern über einen E-Mail-Verteiler oder wir telefonieren einfach direkt miteinander. Ja, die sozialen Netzwerke, die nutze ich in erster Linie, um auf verwandte Themen aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel Monsanto, wenn es um Artenvielfalt geht, wenn es um samenfeste Sorten geht, um politische Themen allgemein, wie TTIP zum Beispiel, aber auch um auf unsere Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Der Rohstoff für die meisten Internetdienste, ob Buchempfehlungen, Flugpreisvergleiche oder allseits gelikte Katzenvideos. Um diesen Rohstoff kümmern sich beruflich Datenanalysten und um eben diese geht es in unserem nächsten Beitrag. Daten gelten als das Erdöl des Internetzeitalters. Die Wahrheit aber ist, ohne Menschen, die gewaltige Mengen Datenmüll von wertvollen Informationen trennen können, ist dieser Rohstoff wertlos. Leonardo D'Ambrosi ist einer der Menschen, der genau das kann. Sein Beruf? Datenanalyst. Er bringt dem Computer bei, mit schlauen Algorithmen Datensätze nach Mustern zu durchsuchen. Viele Firmen suchen händeringend nach Spezialisten wie ihm. Denn sein Job ist anspruchsvoll. Man muss etwas für Mathe und Zahlen übrig haben. Man sollte Statistik mögen, aber vor allem, man darf nie aufhören zu lernen. Das ist das Allerwichtigste. Hinter jeder personalisierten Werbung, der man im Internet auf Schritt und Tritt begegnet, steckt die Arbeit von Dateningenieuren wie Leonardo D'Ambrosi. Denn Nutzer hinterlassen in Online-Shops und auf Webseiten Spuren. Manche dieser Fußabdrücke sind sich auffällig ähnlich.
Diese Nutzer haben anscheinend die gleichen Vorlieben. Ein Data Analyst leitet daraus eine Empfehlung ab. Wer hier geklickt hat, den könnte auch das hier interessieren. Aber die Prognosen sind nicht perfekt. Den Superalgorithmus gibt es nicht, gesteht D'Ambrosi. Das macht für ihn aber auch den Reiz seiner Arbeit aus. Der Job macht mir wirklich Spaß. Es geht wirklich um Kreativität. Man hat es immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun. Du musst voll konzentriert bei der Sache sein, um herauszufinden, welcher Algorithmus jetzt der beste für dieses Problem ist, mit dem du es gerade zu tun hast. Markus Morgenroth war auch einmal Datenanalyst. Aber er hat die Seiten gewechselt und warnt heute vor der Datenmacht der Konzerne. Sein früherer Arbeitgeber, ein US-amerikanischer Softwarehersteller, wertet Mitarbeiterdaten im großen Stil aus. Die Auftraggeber wollen möglichst viel über ihre Angestellten wissen. Wer ist oft krank? Wer ist besonders produktiv? Die Betroffenen wissen nicht, dass sie unter Beobachtung stehen. Morgenroths Analysen kosten einige Menschen ihren Job. Das hat mir natürlich immer mehr zu denken gegeben, weil ich gesehen habe, dass bei diesen ganzen Big-Data-Analysen nicht nur viele Vorteile natürlich da sind, sondern auch Nachteile, gerade dann, wenn Menschen ausgewertet werden. Weil dann stehen oft Schicksale dahinter und dann kann es eben schon ganz schön nach hinten losgehen. Nach seinem Ausstieg schreibt Morgenroth ein Buch über die Schattenseiten der Datenanalyse. Über systematische Überwachung, Anpassungsdruck und Diskriminierung. Von seinen Kollegen fordert Morgenroth, dass man eben auch von Beginn an anfängt nachzudenken, nicht nur was technisch möglich ist und was einfach auch hip und toll und schick ist, sondern eben auch welche Auswirkungen für die Gesellschaft diese Dinge haben können. Marktforschung mit den Mitteln der Datenanalyse bedeutet nicht weniger als Echtzeitexperimente am lebenden, meist ahnungslosen Objekt. Die Supermarktkette Target aus den USA zum Beispiel behauptet, am Einkaufsverhalten erkennen wir, ob eine Kundin schwanger ist. Kein Wunder, dass sich Kritik an den Methoden der Datenanalysten entzündet. Aber auch die Erkenntnisse selbst werden angezweifelt. Denn in ihrer Arbeit verknüpfen sie sehr viele, sehr unterschiedliche Datensätze. Das führt manchmal nicht nur zu überraschenden, sondern auch fragwürdigen Einsichten, warnt Nikolaus Kofiatis vom Big Data Lab in Frankfurt. Zum Beispiel gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen der Zahl der Filme mit Nicolas Cage und der Anzahl von Todesfällen in Schwimmbecken. Natürlich macht diese Verbindung gar keinen Sinn, aber es gibt eine Korrelation. Das Problem ist, dass eine Korrelation noch lange keine Kausalität bedeutet. Solche Schwächen gleichen die Datenanalysten aus mit, na klar, noch mehr Daten. Wieder und wieder stellen sie ihre Algorithmen auf die Probe. Unfehlbar sind die Ergebnisse deshalb aber noch lange nicht. Bislang profitieren nur wenige Unternehmen von den Daten vieler Menschen. Dabei sitzen auch Regierungen und gemeinnützige Organisationen auf großen Datenschätzen. Kofiatis möchte zwar helfen, diese zum Wohl der Gesellschaft zu bergen, aber im Moment werden Menschen mit diesen analytischen Fähigkeiten stark nachgefragt. Deshalb bezweifle ich, dass es leicht sein wird, jemand Talentiertes zu finden. Trotz besserer Verdienstmöglichkeiten in der Wirtschaft gibt es erste Datenanalysten, die ihre Arbeit in den Dienst des Allgemeinwohls stellen. Zum Beispiel, um Kinderarmut zu bekämpfen. Aber auch für diese Ergebnisse gilt, automatisierte Antworten sind nicht automatisch richtig. Die Information hat in den letzten 40 Jahren im allgemeinen Sprachgebrauch die wundersame Wandlung vom Aschenputtel zur Prinzessin erlebt. Theodor Rostschak. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.